Willkommen zu Google Flow. Was wir heute versuchen, ist ein KI-generiertes Video zu machen, das länger ist als 8 Sekunden, das zusammenhängend ist und in sich aufgeht, also die Person das Gesicht nicht verliert und die Person soll Deutsch können. Können wir ein deutschsprachiges Video mit KI generieren? Mit Google Veo 3. In Flow. Flow ist ein Tool für solche Videogenerierung von Google selbst. Normale Clips in Veo sind 8 Sekunden lang. Wir wollen mehrere davon aneinander hängen. Okay. Wissenschaft. Steampunk, hä? Steampunk. Wissenschaftler in einem Labor, in einem Industrial. Gebäude, orange Lichtquellen. Da könnte ich natürlich jetzt sehr in die Details gehen und das ist ein bisschen too much für dieses Video. Aber er dreht sich in die Kamera. Wir wollen, dass wir sein Gesicht sehen gegen Ende des Clips, damit wir ein Frame machen können auf dem Schluss des Clips und darin sein Gesicht sehen. Und dann das nächste Clip daraus erstellen können. Er dreht sich also zur Kamera und sagt, lass uns loslegen. Der will irgendwas Böses mit Gift. Hä? Sagt mir. Wir schauen mal im zweiten Clip. Das lassen wir mal so. Nein, wir haben noch mit einem weißen Bart. Okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut funktioniert mit deutschen Prompts. Und hier, was haben wir in den Settings? Output per Prompt. Wir könnten jetzt zwei. Fürs Erste machen wir zwei und nachher, dann wählen wir eins. Und dann für die Erweiterung wählen wir einfach nur eines. Ja. Failed generation. Only English prompts. Okay. Hier. Turns to the camera and says in German, wir wollen trotzdem noch Deutsch, lass uns loslegen. Und jetzt scheint das besser funktioniert zu haben mit einem englischen Prompt. Okay. Haben wir was gelernt? Jetzt ist interessant, ob er wirklich Deutsch kann. Und was wir dann tun wollen, wir wollen eines von diesen beiden Clips wählen und dann gibt es hier in Flow einen Scene Builder, wo du solche Clips aneinander reihen kannst, um ein zum Beispiel 25 oder längeres Video, ein Kinofilm zu bauen aus KI-generierten Kurzclips. Also wir übernehmen dann eines davon. Und dann wählen wir eines der letzten Frames von diesem Video als Startframe für den zweiten Clip. Okay, Nummer 1 ist jetzt gemacht. Sieht schon mal cool aus, oder? Lass uns loslegen! Lass uns loslegen! Okay, er hat zweimal lass uns loslegen gesagt. Das ist schon ein bisschen ein Glitch. Mal schauen, ob das besser funktioniert. Hier. Lass uns loslegen. Lass uns loslegen. Hat auch zweimal. Lass uns loslegen. Lass uns loslegen. Okay, das erste Mal hat er loslegen, lass uns loslegen. Das da ist besser, aber was ich jetzt tun will, ich will das zur Scene hinzufügen. The scene has been added. Switch to scene builder. Das hat jetzt ein bisschen crappy ausgesehen. Jetzt schauen wir, ob wir den zweiten Text wegschneiden können.
Lass uns loslegen! Lass uns loslegen! Wir lassen das einfach. Er sagt es halt zweimal. Aber jetzt gehen wir zum Schluss. Hier unten ziehen. Und wichtig ist jetzt, dass wir sein Gesicht im Frame haben. Weil das neue Video wird jetzt rein auf diesem Shot aufgebaut. Das heißt auch, wenn man dann im zweiten Video etwas mehr von seinem Labor wieder sieht, dann sind es wahrscheinlich andere Geräte. Das können wir dann uns darauf achten. Aber ich klicke jetzt hier auf das Plus, Save Frame as Asset. Das sind meine früheren Experimente, aber jetzt, das ist unser Mann. Okay, wir klicken auf das. Und jetzt ist das hier First Frame. Ich könnte ja auch ein Last Frame noch hinzufügen, das am Schluss des Videos sein sollte, aber habe ich jetzt nicht. Und wir sagen jetzt, he walks towards a metal cupboard. Crow, es muss ein bisschen creepy. Lands on his shoulder, he says in German. Wir haben das Gift. Und jetzt will ich, dass das Gesprochene nicht ganz bis zum Schluss geht. He bangs on the cupboard. I don't know if that works. Huh? Wir schauen mal. Was wir jetzt tun, Settings, nur ein Output. Auf gut Glück. Los. Jetzt sehen wir, das sollte dann anschließend hier passen. Was wir sehen, wir haben eine Watermark hier im Bild. Obwohl ich ein Pro-Account habe. Da müsste ich wahrscheinlich mehr zahlen für Watermark less, aber ich könnte natürlich auch ein bisschen rausschneiden oder ja. Ich hoffe, seine Stimme hat sich dann nicht enorm geändert vom ersten Clip zum zweiten, weil er hat eigentlich keinen Anhaltspunkt, wie der tönen soll. Das ist eine neue Generierung, so viel ich weiß. Wir schauen jetzt beides aneinandergereiht an. Lass uns loslegen! Lass uns loslegen! Wir haben das Gift. Passt. Das hat jetzt recht gut gepasst. Jetzt ist das jetzt das letzte Frame. Das ist vielleicht schwierig. Aber cool mit der Krähe. Seine Frisur ist, glaube ich, anders. Recht okay gleich, ja? Wirklich recht gut gemacht, nicht? Wir nehmen jetzt einfach mal auf gut Glück, vielleicht lernen wir daraus, das als letztes Frame. Weil es in der Bewegung ist, bin ich nicht so sicher, dass das jetzt wirklich gut klappt. Und jetzt sagen wir, er hat gesagt, er hat das Gift, er soll jetzt, das da ist es, er soll jetzt eines dieser Türen öffnen und es soll blau rausleuchten. Und er sagt, das Ende ist nah. Okay. The man opens one of the drawers in the cupboard. He says in German, das Ende ist nah. The crow makes a noise as if it is excited. A blue pulsating, sagt man das so? Pulsating. Light glows out of the drawer. Mysterious music background. Mal schauen, ob das geht. So, Settings immer noch 1, gut. Los. Wird das funktionieren mit der bewegenden Hand jetzt? Ich zweifle ein bisschen, weil
Pass, da kann man. Wir sehen aus dem Kontext eine bewegende Hand. Mal schauen, ob die KI aus dieser Bewegung wirklich das Richtige sehen kann. Aber Deutsch hat er wirklich gut gesprochen. Deutsch hat er wirklich gut gesprochen, hat das zweimal gesagt. Ich hoffe, er sagt jetzt nicht, das Ende ist nah, doppelt. Wie soll die Geschichte weitergehen? Okay, von irgendwie 69% war es direkt bei 100. Wir schauen das Ganze zusammenhängend an, ohne jetzt vorwegzunehmen, ob die Hand jetzt wirklich sich mutiert oder so. Lass uns loslegen! Lass uns loslegen! Wir haben das Gift. Das Ende ist nah. Aisha! Was hat er gesagt am Schluss? KI findet, er soll jetzt irgendwie einen Zauberspruch sagen. Aisha! Verstehst du das? Ich glaube jetzt für das erste Experiment stimmt das für mich jetzt schon mal. Wir könnten jetzt hier weiterführen. Also du siehst mit Flow, das ist inlabs.google, kannst du solche Szenen, also Text zu Bild und nachher Startframe vom nächsten Clip. Und jetzt schauen wir, dass wir das irgendwie herunterladen können. Es ist 24 Sekunden Download. Mal schauen, ob es wirklich so rendert, wie wir das wollten. Was auch zu sagen ist, du kannst hier schneiden. Das heißt, du kannst hier ziehen. Ich downloade das mal. Wissenschaftler. Okay. Das downloadet mal 21 Megabyte, nicht sehr viel. Dann hier, wir schauen dann die Auflösung auch noch an. Mit diesen Balken hier kannst du einen Clip kürzer machen. Wenn du das Zauberwort zum Beispiel nicht willst, kannst du den Clip kürzer machen und dann dieses Frame als Asset speichern und von da aus weitermachen. Du hast ein bisschen Möglichkeiten. Aber hier hast du nicht wirklich genaues Arbeiten wie in anderen Videobearbeitungstools. Das ist alles jetzt ein bisschen in Labs, in Beta- oder Alpha-Stadium. Jetzt schauen wir aber an, wie das Clip gerendert aussieht. Und dann auch, was die Auflösung ist. Das ist ziemlich sicher nicht 4K. Lass uns loslegen! Lass uns loslegen! Wir haben das Gift. Das Ende ist nah. Aisha! Eigentlich schon recht eine coole kleine Kurzgeschichte, oder? Wir schauen jetzt mal an. Das ist HD. Also nicht mal Full HD, sondern 1280x720 Pixel. Das ist drin gespeichert, dass es von labs.google ist. Das so ein Einblick in Flow. Garisha. Lass uns loslegen! Lass uns loslegen! Wir haben das Gift. Das Ende ist nah. Aisha!